Guten Tag alle miteinander, wie geht's euch? Und herzlich willkommen zu dem vermutlich besten Spiel aller Zeiten, The Cat Games, wo man erstmal die Auswahl treffen darf zwischen Sprache, Japanisch oder Katze. Wir nehmen Katze, natürlich. Wahrscheinlich ist das andere. Katze. Which animal is more... Welches Tier ist wer graziler? Ist die Verification. Also wir müssen bestätigen, dass wir eine Katze sind. Also sind natürlich die Katzen sehr viel graziler als die Hunde. A game by Mbabababa. Dann ist ja alles in Ordnung. The Cat Games, Alter. Sehr, sehr cooles Spiel, mit Sicherheit. Advanced Cat Physics. On. Hot Coffee? Ich weiß nicht, was das ist. Wir lassen Kevken mal weg. Return to Main Menu. Also, wir spielen The Cat Games. Wir können ein normales Indoor Racing machen, was natürlich sehr, sehr wichtig ist für eine jede Katze. Das... Den müssen wir fangen. Wir müssen das Ding fangen. Fang den Käfer. Brav. Aber es gibt tatsächlich sogar Punkte. Also, sehr, sehr wichtig natürlich für jede Katze, durch die Gegend zu rennen wie ein Wilder von Zeit zu Zeit, also täglich. Press left to start tutorial, skip tutorial? Wir machen mal das Tutorial. Das muss ich machen. Also, mit der Maus. Achso, verstehe. Aha. Holding the left mouse button, Und das müssen wir jetzt machen. Okay, verstehe. Wir sind eine niedliche kleine Katze. running into small objects macht mich langsamer, oder was? Oh nein. Vor allem die Pizza, die wird mich ja mit Sicherheit aufhalten. Wie kann ich als Katze an einer Pizza vorbeilaufen? Das geht ja gar nicht. Yoshi, hör weg. Oh nein. Und das ist natürlich wunderschön. Weißt du, sich da mal reinversetzen zu können, selbst das niedliche kleine Wesen zu... Da, eine grüne Bierflasche. Muss ja Becks gewesen sein, Hashtag sponsert. Natürlich. Was ist das für eine Wohnung, die einen so langen Gang hat? Jetzt mal ohne Scheiße, das Haus würde ich auch noch einziehen. Flasche Sekt, mitten auf dem Gang, neben einer Flasche Pizza. Muss auch eine coole Party gewesen sein letzte Nacht, also das, darf man dabei dann auch nicht außen vor lassen. Also das was... What? We'll make you lose control. Give it a try. Ja, ich bin ja die ganze Zeit dabei. Und das ist jetzt das, was ich machen muss, ja. Also wenn wir 10 Punkte haben, oder wir müssen durch die Tore rennen. Aber wie soll ich da durchkommen? Und die geben mir auch Punkte. Also muss ich durch Tore rennen und lustige Gummienden einsammeln, ja. Muss ich das jetzt auch in meiner Wohnung aufbauen? Mr. Katschenmensch-Typ? Ich hoffe ja wohl nicht. Das wäre schrecklich. Ich habe 120 Punkte. Jetzt reicht es dann aber auch langsam mal. Sleeping Dog... Oh nein. Oh nein. Moment. Das gibt mir... Da kriege ich 20 Punkte sogar für. Aber dafür habe ich eine Sekunde keine... verliere ich meine Kontrolle. Okay, sehr, sehr interessant. Teppiche, bringen die irgendwas? Oh, da kann man doch... Das macht... Eigentlich machen die das ja nur, wenn sie gerade irgendwie vom Klo kommen und da irgendwie was dranhängt oder so, aber scheinbar machen wir das auch so. Okay, also Zeit wird auch zu meinem Punkt dazugerechnet. Okay, das ist jetzt das, was wir machen müssen, ja. Das ist jetzt unser Tag. Unser Tag ist Katze sein. Also, kann ich jetzt gewinnen? Press left to start race. Ja, okay, kriegen wir hin. Also, das ist jetzt unser erstes offizielles Rennen. Das geht direkt deutlich schwerer als das, was wir da gerade gesehen haben. Das ist aber sehr, sehr unfair. Das ist sehr, sehr unfair. Scoop, wir müssen auf jeden Fall den Hinterrutscher machen. Natürlich, wenn dann auch nur auf Teppichen. Das wäre total... Ob das Screen-Tearing in dem Spiel. Das wäre natürlich auch vollkommen albern, wenn wir das nicht täten. Wobei das Screen-Tearing scheinbar nicht mal mehr auf der Aufnahme drauf ist, wenn ich das gerade richtig gesehen habe. Was wollte ich gerade sagen? Irgendwas Wichtiges, vermutlich. Irgendwas ganz, ganz Wichtiges. Achso, es darf natürlich nur auf Teppichen gemacht werden, weil wenn man das irgendwie nicht auf den Teppich macht und dann die Streifen nicht auf dem Teppich sind, sondern einfach nur auf dem Fußboden, auf dem Parkett oder auf dem Laminat oder auf der Fliesen, wo man einfach wegwischen könnte, das reicht natürlich nicht. Das muss natürlich für immer verewigt sein auf einem Teppich. So funktionieren Katzen, das ist so. Ich weiß das. Ich bin ja eine offensichtlich, ne? Also, den Hund hätte ich jetzt eigentlich ganz gerne dabei gehabt, aber ist egal. So sind die Regeln. Habe ich mir sagen lassen. Ich passe ganz genau darauf auf, was meine Katze da so tut. Und deswegen bin ich mir natürlich auch sehr, sehr sicher. 30 Punkte, heilige verdammte Scheiße. Nochmal 30, nein. Boah, jetzt bin ich beinahe gestorben. Überleg mal. Wo ist überhaupt das Ziel? Wo rennt ihr überhaupt hin? Was ist am anderen Ende dieses Ganges? Das ist die alles entscheidende Frage. Ist der Hund Mensch-Typ? So, guck. 304 Punkte. Wer hätte gedacht, dass ich so eine gute Katze bin? Jetzt verstehe ich mal, warum die das machen. Immer die ganze Zeit. So ein Drama mit Rutschen und Rennen. Wenn es verdammt nochmal Spaß macht. Ey, das war eine Kombo jetzt, komm. Das war schon eine Ultra-Kombo jetzt. Da muss man, nein. Das war knapp, ich muss aufpassen. Ist aber auch immer so das Traurigste, wenn Katzenmensch-Typ dann auf einmal dahergeht und sagt, okay, ich spiele jetzt. Und dann rennt er, keine Ahnung, ich sag mal, der rennt dann versehentlich gegen eine Tür oder so. Das ist das Traurigste überhaupt. Dann wackelt er immer so lustig mit dem Kopf und sagt dann, aua, alles tut weh. Und dann stehe ich da und denke mir nur, oh, ich würde dir so gerne helfen, aber... Mehr als dir sagen, dass du vielleicht nicht immer wie ein wild gewordener Berserker durch die Wohnung rennen sollst, kann ich dann ja auch nicht tun, weißt du? Ich tue ja schon alles, was ich kann. Aber wer stellt einen Schrank mitten auf den Teppich in einem Gang?
Nein! Oh, krieg ich noch 1000? Nein! Wie sind so gemein machen? Nein! Ich wollte zu viel. Ich wollte zu viel und bekam nichts. Da sieht die Steckdose aus wie ein freundlicher Smiley. Ist auch gut. Ich bin auf Platz 1 von 1. Back to... Die kleine Katze applaudiert. Wir gehen mal wieder schlafen. Oh, der will dich haben. So. Ey, Moment, zählt das jetzt nicht? Du kannst doch nicht einfach Swim Challenge als Katze? Wir gehen jetzt schwimmen, ja. Oh nein. Wir spielen das Tutorial mal lieber kurz. Okay, also, wir müssen Folgendes machen. Wir müssen im Grunde genommen, stehen wir hier drauf und wir müssen im Grunde genommen die roten Sachen mit links drücken. Wir dürfen die Hände am besten nicht in diese Blasen rein, sagt er und macht hier natürlich nichts von diesen Blasen rein. Und die blauen Dinger mit beiden Tasten gleichzeitig. Also das müssen wir so machen. Manchmal kommt die lustige Dusche und da muss man dann die entsprechende Farbe auch quasi drauf anwenden. Und das ist das, was wir machen müssen und wir dürfen am besten oder sollten nicht... du Scheiße, reinfallen. Heilige! Nein! Wir dürfen hier nicht reinfallen. Oh, es ist alles so schwer und schnell. Alles ist schwer und schnell. Wer wirft den ganzen Kram? Und warum bewirft er die Katze die ganze Zeit? Die Katze hat doch keinem was getan. Also gelb ist links Klick. Ach du Scheiße. Gelb ist links Klick, rot ist rechts Klick, blau ist beide Klick. Und dann muss man manchmal die Hand über die Katze packen, damit sie nicht runterfällt. Und wenn wir runterfallen, dann haben wir verloren. Und alles ist schrecklich. Vibriere bitte. Und den Duschkopf muss man erst drücken, wenn der anfängt zu vibrieren. Also da muss man auch ein kleines bisschen aufpassen. Es ist extrem hektisch, was hier gerade passiert. Aber gut, in meinem Alter... Nein. Ich möchte nicht runterfallen. Aber ich habe auf jeden Fall schon... Nein. 1000 Punkte. Nein. Katzenmann. Du musst dich festhalten. Halte dich an deinem Leben fest als Katze. Lass dich nicht dingsen. So, wir stehen wieder und ich weiß nicht warum. Aber das ist natürlich absolut richtig so, weil alles ist hektisch. Schnell treffen. Nein, Katze, nicht, nein. Nein, wie kann man sowas Hektisches mir antun? Das ist ja schrecklich. Das kannst du doch nie machen, Alter. Aber der vibrierende Schauer-Dingsbums hat am meisten Punkte gebracht. Fantastisch. Denn, nein, ich werde da jetzt nicht weiter drauf eingehen, was wir mit vibrierenden Schauerdingern machen und Sachen, die so ähnlich heißen wie eine Katze mit einem anderen Spitznamen. Das werden wir so nicht tun. Wir werden uns stattdessen jetzt angucken, was das ist. Natürlich sind wir Erste. Und Kätzchen-Typ hier applaudiert natürlich brav weiter. Ist das nicht fantastisch? Also, dann gehen wir wohl besser mal wieder schlafen. Werden wir beim Cat Breed Billard. Bitte sag mir, dass das ist, was ich denke. Muss ich jetzt wirklich Billard spielen? Welcome to Catfree Gilliard. Do you want to start? Klar, wir machen mal kurz das Tutorial und dann schauen wir mal, wie sich Billard denn so spielt. Also scheinbar spielen wir hier gleich direkt ein Quiz mit Exotic Shorthair Cat. Ich muss jetzt wissen, welche davon das ist, oder was? Gehen wir mal... was ist denn eine exotische Kurzhaarkatze? Also ich weiß schon mal, dass das eine davon ein verdammter Waschbär ist. So viel kann ich wohl folgen. Bitteschön. Und die müssen... Oh. 100 Punkte, ist wahrscheinlich richtig. Das müssen wir uns merken. Das ist die erotische Kurzhaarkatze, ja. Und so kommen dann die Punkte zusammen. Eine ägyptische Maukatze. Sind das nicht diese, ne? Also die ich zuerst getroffen habe? Die jetzt quasi in der Mitte liegt und zwinkert. Zwinkern heißt übrigens, dass Katzen einen anlächeln. Gern geschehen. Bildungsauftrag erfüllt. Mach die hier, klar. So, die muss jetzt in das Loch. Zählt das? Das ist richtig, oder? Sag mir, das ist richtig. Das war eine ägyptische Maukatze. Hör auf jetzt. Ich weiß ganz genau, dass das eine ägyptische Maukatze... Das ist keine ägyptische Maukatze. Dann ist das da bestimmt eine ägyptische Maukatze. Das Zielen ist fürchterlich schwer, aber das macht gar nichts. Das ist eine ägyptische Maukatze. Ich habe das genau gesehen. Das ist auch keine ägyptische Maukatze. Hör doch mal auf! Wo soll ich denn wissen, wie die Dinge aussehen? Ich bin froh, dass ich meine Katze wieder erkenne, wenn ich morgens aufstehe. Ist ja auch ziemlich gemein eigentlich, oder? Aber das macht gar nichts. Also wir müssen im Grunde genommen... Aufpassen, dass wir jede Katze nur in ein Loch packen. Und wir haben drei Möglichkeiten, dreimal Zeit quasi zu treffen. Wenn ich jetzt schnell. Nein! Aha, das ist eine ägyptische Maulkatze. Das wusste ich natürlich, wollte nur gucken, ob die Leute auch aufpassen. Man muss ja da manchmal auch so tun. Da könnte sich das natürlich jetzt auch alles merken, was da so steht. Ne? Das wäre vielleicht klug. Was haben wir jetzt? American Cur Cat. Der amerikanische... Der ist bestimmt die hinterste. Die hinterste da. Nee. Die. Die wird das bestimmt sein. Und die werden wir nämlich jetzt auch versuchen von hier aus. Pass mal auf, das ist jetzt Trick 17. Die machen wir nämlich jetzt so. So. Pass auf, zählt das? Oder die da? Jeder jetzt rein. Wollen Sie mich verarschen? Aha, wollte schon sagen, das zählt also dann doch noch. Was haben wir denn noch? Wir haben dann die hier noch. Was war das jetzt bitte? Es ist schön, dass dieses Spiel anfängt zu laggen. Dann ist ja alles in Ordnung. Dann haben wir ja quasi gewonnen. Hab ich hier freie Bahn? Ich habe keine freie Bahn, ne? Doch, habe ich. Nein! Ich habe alles versaut.
Ich habe keine Ahnung, wie amerikanische Curl-Katzen oder Lockenkatzen immer aussehen. Ich weiß, das eine ist ein Waschbär, das hab ich wohl erkannt. Also jetzt ist aber gerade keiner da. Deswegen weiß mal wieder keiner, wovon ich rede, aber das macht gar nichts. Das ist okay. Hier sitzen bestimmt jetzt Leute bei, die dann wissen, okay, das ist definitiv diese und diese Katze. Du Tölpel, wie kannst du das nur nicht wissen? Als Katzenbesitzer. diese Frage könnte ich nicht beantworten. Jetzt aber, pass auf. Jetzt hör doch mal auf. Teilweise sind die Schüsse, die ich hier mache, schwerer als einfach zu treffen. Das ist eine. Die habe ich doch eingelocht. Oder nicht? Als erste sogar. Nee, Moment, habe ich das? Nächste Frage. Also, es war schon. 385 Punkte. Wieso denn 385 Punkte? Das möchte ich nochmal machen. Nee, das lasse ich so nicht auf mir sitzen. Das hat Spaß gemacht. Das Spiel hat definitiv Spaß gemacht. Ja. Let's play with some balls. Ja, lass mal mit ein paar. Chinesische Dingsbumskatze. Das ist bestimmt die hinterste. Das ist aber ganz schön gemein jetzt. Die sich natürlich auch keinen verdammten Millimeter bewegt. Pass auf, das ist die. Warum denn nicht? So läuft das jetzt aber nicht. So, hör auf jetzt. Der Türkisch-Angora-Katze. Was ist das? Was davon sieht aus wie eine türkische Angora-Katze? Ich habe keine verdammte Ahnung. Wahrscheinlich stand das da gerade schon 13 Mal bei. Ich habe es nur vergessen. Also die waren es scheinbar nicht. Dann ist vielleicht die hier, die weiße. Pass auf, die weiße, die Katze der Unschuld. Und natürlich... Ach, mach doch. Ja, Gott nochmal. Oder vielleicht auch... Das Zielen ist eine verdammte Katastrophe. Game Design. Die war das auch nicht. Hör doch mal auf. Aber eigentlich wollte ich ja... War das nicht die, die ich zuerst da reinschießen wollte? Das wäre ja eigentlich fantastisch, wenn ich im... Wenn ich jetzt mal treffen würde, sagt er und schoss natürlich mal wieder 3 cm dran vorbei. Pass auf, vielleicht schieße ich ein bisschen zu viel Dings. Der geht jetzt da rein. Ist auch falsch. Nicht nein. Einen Schuss haben wir noch. Das ist bestimmt die Weiße dahinter. Pass mal auf, das ist bestimmt die Weiße dahinter und natürlich treffe ich keine. Natürlich. Entschuldige mal. Meinst du, ich habe keine Ansprüche an mich selbst? Das ist, wie komme ich denn überhaupt auf... Oh, getroffen. Getroffen, wir haben getroffen. Okay, das ist die türkische Angora-Katze, das müssen wir uns merken. Ghost Cat ist auch dabei, ja. Ich hoffe, dass ich die nicht mal treffen muss. Na. Natürlich, Spiel. Natürlich. Natürlich muss genau das passieren. Weil die ganze Zeit durch die Gegend springt und mir alles, im Grunde genommen alles zerstören wird. Aber das macht gar nichts. Wir machen den hier klar. Und die geht jetzt irgendwo in ein Loch rein und sagt, okay, hallo, das ist ein schöner Karton, hier bleibe ich. Das ist das, was passieren wird. So, pass auf, wir machen das jetzt so leicht angewinkelt. Pass auf. Bumm. Und jetzt geht hier natürlich... Fies. Fies, gemein und hinterhältig. Aber wenn ich die jetzt eigentlich... Wenn ich die so jetzt Dingse. Alter. Turkish Van Cat, ja. Hatten wir die nicht auch schon mal? Maine Coon Cat, das kann ich mir merken. Wieso? Da kann man ja nur so wenig Punkte holen. Ich dachte, da kann man mehr Punkte holen. Ich bin entsetzt und enttäuscht und traurig. Meine Damen und Herren, für dieses wunderbare Meisterwerk bitte Like-Button kaputt kloppen. In den Kommentaren, wer kannte mehr Katzen als die, die ich kannte? Also wer kannte mehr als überhaupt keine? Doch, die Geisterkatze habe ich eindeutig erkannt. Wessen Katze ist seine Lieblingskatze? Also welche davon? Und was für eine Typ Katze ist die eigene Katze? Und wenn nicht, wie heißt euer Hund? Vielen lieben Dank, dass ihr da wart, Toro, winkenderweise wie immer. Bis zum nächsten Video. Yeah, liebe Leute. Tschüss.